Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel des Halleschen FC gegen den SC Freiburg 2. Nachholpartie Mittwoch 19 Uhr. Wir freuen uns, dass erstmals nach ziemlich genau 2 Jahren es keine Beschränkung mehr gibt beim Einlass. Hoffen, dass das angenommen wird und das Stadion gut besucht sein wird. Trainer André Meyer hat Platz genommen und freut sich auf eure Fragen. Das Mikrofon liegt übrigens hier vorne, wäre ganz cool, wenn ihr das nutzen könntet. Dankeschön. Ja, Zwangspause wurde jetzt gesagt, es war ja in der Tat eine ungewollte Pause. Wie konnte man die denn jetzt nutzen? Konnte man die Spannung gut hochhalten, obwohl man ja jetzt am Wochenende nur zuschauen musste? Ja, sind ja 2 Dinge. Zum einen, wir hätten gerne am Samstag ja gespielt, waren da, glaube ich, gut vorbereitet, hatten eine gute Woche bis dorthin, hatten den Spannungsbogen ja zielgerichtet auf das Spiel dann auch gelenkt. Mittlerweile sind wir ja Corona-Weltmeister, so was Spielausfälle angeht. Das heißt, wir sind auch geübt mit kurzfristigen Absagen und wissen auch damit umzugehen. Das Zweite ist, wie kann man sowas nutzen? Wir haben es personell genutzt. Wir haben immer noch den einen oder anderen Spieler, der dann ja, Nachholbedarf hat aus Erkrankung, Quarantäne, Verletzung. Das heißt, wir haben dahingehend dann auch die Zeit genutzt, als Mannschaft dann wieder enger zusammenzurücken und ja, ein paar Lücken zu schließen, die logischerweise aus den Ausfällen entstanden sind. Jetzt freuen wir uns, dass es endlich wieder weitergeht und dass wir auf dem Platz können, um selber wieder mitwirken zu können. Können Sie noch mal ein bisschen genauer sagen, wie es personell aussieht, wer ausfällt, wer wieder Option auch für die Startelf ist? Jonas Niedfeld, der könnte jetzt schon wieder weiter sein, ja. Der aktuelle Stand ist, dass Niklas Landgraf gelb gesperrt nicht zur Verfügung steht. Bei Sven Müller haben wir die Situation, dass ja, er jetzt erstmal wieder kurzzeitig pausieren muss. Er hatte jetzt eine Verletzung aus dem Training rausgezogen, hat jetzt nichts mit seiner Ursprungsverletzung zu tun. Er ist auf jeden Fall jetzt erstmal kurzfristig raus. Finn Otto ist erkrankt und Marcel Tichovero hat ja immer noch die Verletzung aus dem Pokalspiel, steht jetzt nicht zur Verfügung. Ansonsten, ja, Jonas Niedfeld hat einen tollen Eindruck hinterlassen jetzt. Er brennt, wieder jetzt mitwirken zu können. Wir werden mit ihm nochmal ins Gespräch gehen, heute nach dem Training, wie er sich fühlt, wie er die Woche jetzt verarbeitet hat. Hoffen natürlich, dass er uns auch ja, das Go gibt, wieder zurückzukehren auf den Platz. Ansonsten hatten wir jetzt mit Tom Zimmerschied auch jemanden, der jetzt wieder mit dabei ist, der auch darauf brennt, wieder mitwirken zu können. Inwiefern wir mit ihm umgehen, mit Blick auf das Spiel und Kadersituation, würde ich auch offen lassen. Da geht es einfach darum, ja, den Rhythmus des Spielers mit aufzunehmen, dass wir da keine voreiligen Schlüsse ziehen oder uns jetzt von irgendeiner Situation treiben lassen, sondern es ist immer eine gemeinschaftliche Entscheidung und es sind ja noch ein paar Wochen zu gehen. Aber die personellen Vorzeichen sind ja jetzt besser als in den letzten Wochen. Jetzt haben wir auch den Zuschauerrahmen, den Veränderten angesprochen. Jetzt liegt es ja eigentlich nur an der Mannschaft, jetzt abzuliefern, ne? Ja, es liegt immer an der Mannschaft. Also es spielt ja kein anderer. Also es sind immer die Spieler, die auf dem Platz stehen und wir haben noch nie mit dem Finger woanders hingezeigt. Wir kümmern uns auch nicht um die anderen Vereine. Ich würde der Mannschaft aber nie den Vorwurf machen, dass sie nie geliefert hat. Ich glaube, ich habe am 2. Januar angefangen. Dann konnte man das erste Spiel, glaube ich, nicht spielen. Oder wir waren in Braunschweig, dort wurde uns ein Tor aberkannt. Wir waren immer in der Situation, dass wir liefern müssen. Dann waren wir kurzzeitig unterm Strich. Dann hieß es, jetzt sind wir abgestiegen oder jetzt ist der Druck hoch. Dann waren wir der Februarmeister. Und es waren immer Dinge, die uns zugeworfen sind. Wir haben uns immer auf uns gekümmert oder den Fokus auf uns gelegt. Wir haben uns entwickelt und was man der Mannschaft nicht vorwerfen kann, ist, dass sie nicht geliefert hätte. So, wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten immer alles auf den Platz gegeben, mal besser, mal weniger in der Umsetzung. Aber wir haben uns jetzt einfach eine Ausgangssituation geschaffen, die für die letzte Fahrsaison einfach gut ist. Und ich glaube, dass andere Vereine gerne mit uns tauschen würden. Logischerweise liegt es aber an uns, das dann final auch zu vollenden, um unser Ziel dann zu erreichen, keine Frage. Den Fokus immer auf sich selbst gerichtet, aber haben Sie trotzdem gestern ein bisschen nach Berlin geschaut, sich ein bisschen geärgert, ja, dass die ein bisschen unerwartet die Magdeburger da 3 Punkte in Berlin lassen? Unerwartet ist in der dritten Liga gar nichts. Also die Erfahrung zeigt in den letzten Jahren, dritte Liga, es ist halt nichts planbar. So, und so gehen wir eigentlich die letzten 3 Monate miteinander um. Wir haben uns nie damit beschäftigt, ob andere woanders jetzt Punkte holen. Ich glaube, wenn man sich in die Situation begibt, dass man ja, irgendwie die Füße hochlegt und der Meinung ist, sich auszuruhen auf die Dinge, die man jetzt einfach hat,
Auch da ist ja von außen relativ viel reingetragen worden, so dass es jetzt eine sichere Nummer ist bis zum Schluss. Das war für uns nie so die Situation. Klar, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt Jubelsprünge gemacht haben, dass jetzt nach dem Wochenende die Situation für uns ja erstmal eine andere Ausgangssituation jetzt wieder ist, punktemäßig. Aber wir können es halt nicht ändern. So, das, was wir ändern können, ist das Spiel am Mittwoch, am Samstag, die Aufgaben, die jetzt anstehen. Da wollen wir die Punkte holen, die wir holen können. Und wir werden alles reinhauen, was so geht. So, alles andere, ja, müssen wir so akzeptieren. Und es ist, glaube ich, normal im Fußball, dass die anderen Vereine auch sich dagegen stemmen, gegen die Tabellensituation und dann auch alles investieren. Und dann kann auch mal so ein Ergebnis wie gestern zustande kommen. Jetzt generell der April, viele englische Wochen. Dosiert man jetzt die Einsätze oder wird es dann wahrscheinlich erst im Laufe des Aprils so eine Rolle spielen, dass dann so mehr Rotation einsetzt? Also Rotation kannst du ja nur vollziehen, wenn auch alle Spieler da sind, auch fit sind. Wir haben jetzt eine gute personelle Ausgangssituation, weil erstmal alle auf dem Platz sind. Das heißt, wir haben erstmal mehrere Möglichkeiten, inwiefern die dann belastet werden können, die Spieler, oder in welchen Umfängen sie auf dem Platz stehen können. Müssen wir mal abwarten. Generell ja, freue ich mich jetzt auf die kommenden Wochen. Ich glaube, für jeden Spieler ist es auch schön, auf dem Platz zu stehen und Spiele zu spielen. Und gerade solche Spiele wie jetzt am Mittwoch vor hoffentlich vielen Zuschauern, mit all denjenigen, die auch in den zurückliegenden Wochen noch nicht im Stadion waren. Das sind einfach Feste, die wir feiern wollen und die wir auch erfolgreich feiern wollen. Und da werden wir mit Sicherheit uns jetzt nicht hinstellen und jammern, weil wir jetzt alle 3-4 Tage oder so spielen müssen. Überhaupt nicht. Das ist das Schönste, was du im Fußball machen kannst. Es ist angenehmer, so ein Spiel zu spielen, anstatt sich auf dem Trainingsplatz von links nach rechts zu bewegen. Und deswegen freuen wir uns. Wir gucken positiv nach vorne und wollen logischerweise im Spiel gegen Freiburg dann auch das erste Zeichen wieder setzen im Sinne des Erfolges. Herr Meier, Sie haben gesagt, am Freitag, nachdem bekannt geworden ist, dass Osnabrück abgesagt wurde, Sie ärgern sich so ein bisschen, weil Sie glauben, dass die Mannschaft einen Druck entfacht hätte, aufgrund des Frusts, Pokal aus, eine Woche vorher, den Osnabrück nur schwer hätte standhalten können. Glauben Sie, dass es auch gegen Freiburg gelingt, vor allem aufgrund des Frusts, oder ist der schon weg, weil es sind jetzt irgendwie 10 Tage gefühlt nach dem Aus vergangen gegen Wernigerode? Ich würde den Frust jetzt oder das Spiel Osnabrück jetzt gar nicht so in Zusammenhang mit dem Pokalspiel setzen, weil das sind einfach zwei völlig unterschiedliche Themen. Das eine war ein Pokalspiel, wo wir zu Recht auf die Fresse bekommen haben, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben. Aber ich sehe das Spiel trotzdem für sich ein bisschen separat im Sinne der letzten 3 Monate. So. Und der Liga-Betrieb, der steht bei uns logischerweise über allem. Es gilt einfach ein Ziel zu erreichen, den Klassenerhalt. Und wir haben einen Weg besprochen, inhaltlich, aber auch, wie wir miteinander umgehen, der sehr zielführend ist. Und die Mannschaft hat jetzt nach dem Pokalspiel, klar, ist kurz zusammengeschreckt und merkt halt auch, dass wenn du irgendwo mal ein Stück nachlässt oder nicht in dein Spiel reinkommst, so wie wir es besprechen, dann wird es halt auch schwierig so. Und wir müssen halt da ansetzen, dass wir so nah wie möglich wieder an unser perfektes Spiel rankommen. Und daraufhin haben wir inhaltlich jetzt jeden Tag gearbeitet. Und die Mannschaft verbreitet jeden Tag den Fokus, so wie wir uns das jetzt vorstellen. Die Jungs haben Bock drauf, sie haben sich auch geärgert, dass das Spiel jetzt nicht stattgefunden hat gegen Osnabrück. Hat jetzt aber nichts damit zu tun, ob wir jetzt vorher das Pokalspiel gewonnen oder verloren haben, sondern es ging einfach darum, wir wollen jetzt wieder mitwirken. Es gibt für uns jetzt keine schlimmere Situation, als so ein Wochenende durchlaufen zu lassen und die anderen spielen. Du wirst ja selber auch teilnehmen an deiner ganzen Nummer. So. Und die Freude auf Mittwoch, die ist umso größer. Da sehen wir jetzt keine Situation, dass für uns irgendein Druck jetzt abgefallen ist und wir jetzt einfach so in das nächste Spiel reinschlendern, sondern ich glaube eher, dass die Vorfreude und die Leidenschaft nochmal eine andere ist. Und vor allem mit dem Zusammenspiel, dass wir einfach eine volle Bude haben. Zumindest hoffen wir, dass da viele Leute da sind, die uns da auf dem Weg dann auch einfach mit unterstützen. Wenn man mal guckt, also Freiburg 2 bei Transfermarkt, das kreuzte quasi ewig, weil das gefühlt irgendwie ein 40-Mann-Kader ist. Geht Ihnen das auch so sozusagen? Also sind die dadurch unberechenbarer? Ist es quasi wie eine Wundertüte? U23-Mannschaften haben es immer so an sich. Ne? Du weißt nicht, wer zum Schluss im Bus sitzt und wer dann hier auftaucht. So, die Wundertüte, die hast du nur mal bei U23. Da können nur 19 Spieler mit drin sitzen im Bus, da können Spieler aus dem Lizenzbereich mit drin sitzen. So, ich glaube, dass einfach die Art und Weise, wie Freiburg Fußball spielt, darauf haben wir uns vorbereitet,
Es ist eine spielerisch starke Mannschaft, die haben viel Ballbesitz, die haben eine Offensivpower, so, die musst du halt erstmal kontrollieren, aber wir wollen halt alles dagegen setzen. Wir wollen sie auch an ihrem Spiel halt hindern, dass sie reinkommen und dann ihre Dominanz uns aufdrücken, sondern wir wollen halt die ganze Sache halt drehen. So, darauf haben wir uns vorbereitet und wie immer, so, ich kann mich ja nur wiederholen, für uns ist unser Spiel wichtig und da haben wir einfach ein paar Dinge aufgearbeitet, auch aus der vergangenen Woche logischerweise. Und da liegt einfach unser Ansatz. Wir wollen unser Spiel wieder durchdrücken. Wir haben jetzt die Situation, dass der eine oder andere Spieler wieder mit da ist. So, Jonas Niedfeld, müssen wir gucken, ob es für morgen dann schon von Anfang an reicht oder eingewechselt wird. Oder vielleicht verschieben wir das auch nochmal um 3 Tage, dass wir mit ihm sprechen. Aber da liegt unser Ansatz. Wir wollen wieder ein gutes Spiel machen. Wir wollen wieder begeistern nach außen. Aber über allem steht dann logischerweise der Erfolg und nicht nur die B-Note. Und haben Sie die Mannschaft auch ein Stück weit vorbereitet, dass es vielleicht unruhig werden könnte auf dem Rängen, also wenn es nicht gleich so läuft? Ich meine, es ist noch viel Unzufriedenheit da. Ich glaube nicht, dass bei den Fans dieses Pokal auch sofort beiseite geschoben wurde und jetzt können wieder mehr rein, die erwarten vielleicht was, sind vielleicht auch Fans dabei, die nicht da waren lange Zeit, die vielleicht auch nicht so einen langen Geduldsfaden haben wie andere. Haben Sie Ihre Mannschaft auch vorbereitet, dass es vielleicht unruhig werden könnte, dass man dann cool bleibt? Gab es das irgendwie als Thema? Nein. Weil ich habe vollstes Vertrauen in unsere Fanszene und die Leute, die am Mittwoch kommen, ich glaube, die sind ihrer Verantwortung auch bewusst. Ich glaube, dass jeder weiß, worum es jetzt hier geht in den nächsten Wochen, in den kommenden Heimspielen. So, wir haben eine große Chance hier, die Heimspiele einfach auch dahingehend zu entwickeln, dass wir eine Macht zu Hause werden. So, und dann müssen die Fans auch ihre Rolle einnehmen. Und darauf hoffe ich einfach. Ich gehe nicht davon aus, dass wir gegen unsere eigenen Fans spielen müssen, um sie umzustimmen. So, meine Hoffnung liegt einfach drin, dass jeder weiß, worum es geht, dass alle sich daran erfreuen, wie wir Fußball spielen. So, das ist unsere Aufgabe, da wollen wir in Vorleistung einfach gehen, keine Frage. Aber ich muss auch dazu sagen, dass die Mannschaft die letzten Wochen immer in Vorleistung gegangen ist. So die letzten 3 Monate, die Jungs haben abgeliefert und ich glaube auch zu Recht den Zuspruch bekommen, auch wenn die Ergebnisse nicht immer gepasst haben. Wenn man aber sieht, gegen wen wir Fußball gespielt haben, gegen die oberen Mannschaften. Es hat punktuell immer was gefehlt, keine Frage. Aber das, was die Mannschaft gemacht hat in den letzten 3 Monaten, war eine gute Vorleistung für das, was wir jetzt hoffentlich zusammen mit den Fans dann auch abrunden in den kommenden Wochen oder verbleibenden Spielen, die wir zusammen jetzt auch einfach noch durchleben können. Heißt das, nochmal die Nachfrage, sehen Sie die Mannschaft aktuell besser, als es der Tabellenplatz ausdrückt? Inwiefern besser? Naja, also ich weiß nicht, was sind wir jetzt, HFC ist 14. irgendwie so, ne, glaube ich, 14. Also Sie sagen, eigentlich fühlen wir uns eher wie so eine Mittelfeldmannschaft, gar nicht so wie Tabellen 14. Habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass die Mannschaft die vergangenen Wochen auf jeden Fall abgeliefert hat. So, und die dritte Liga, die ist halt brutal eng. Und es kommt halt da einfach auf Kleinigkeiten an. Wir sind nach Saarbrücken gefahren, uns haben, glaube ich, 8 Spieler gefehlt. Wir haben in Magdeburg gespielt, uns haben, glaube ich, 3 oder 4 Spieler, wichtige Pfeiler in der Mannschaft einfach gefehlt. Wir spielen nur 1-1. So. Darauf will ich hinaus. So, die Mannschaft weiß, worum es geht. Die weiß, in welcher Situation wir aktuell stecken. Und ich habe aber vollstes Vertrauen in die Mannschaft, dass sie halt abliefert. Und ich glaube, dass dieses Gefühl auch unsere Fans haben, auch wenn man dieses eine Pokalspiel logischerweise für sich nehmen muss. So, keine Frage, dafür haben wir auch zu Recht auf die Fresse bekommen, das ist auch in Ordnung. Dieses Spiel kann man nie wieder wiederholen, so. Da war eine Chance drin. Es gibt Gründe dafür, aber keine Ausreden. Und ich weiß aber, dass die Fans ein gutes Gespür dafür haben, worauf es jetzt ankommt in den nächsten 8 Wochen. So. Und ein Selbstzerfleischungsprozess ist, glaube ich, nicht der richtige Ansatz. Wir müssen zusammenstehen und ich glaube, das steht hier auch als Slogan, nur zusammen. Und wir werden das in den nächsten 8 Wochen vorleben auf dem Platz. Und da liegt auch ein bisschen die Hoffnung, logischerweise, dass wir es als Verein und Umfeld logischerweise dahingehend auch gestalten, um am Ende dann auch mit einem versöhnlichen Abschied hier aus der Saison rauszugehen. Noch eine Frage zu Tom Zimmerschied. Sie beobachten ihn ja im Training. Welchen Faktor kann der noch einnehmen in dieser Saison? Also ich bin erstmal froh, dass er überhaupt auf dem Platz steht. Ich freue mich für jeden Spieler, der aus einer Verletzung rauskommt und dann wieder Teil der Mannschaft ist. Es gibt gar keine Erwartungshaltung an Tom. So, er ist jemand, der den Prozess ja schon mal durchlebt hat. Kann das nicht bewerten, aber man hat damals, glaube ich, eine Entscheidung getroffen, die zu früh für ihn war oder er selber hat die Entscheidung getroffen. Er ist jetzt wieder da, er sprüht vor Energie und vor Freude, wieder auf dem Platz zu sein. Die Jungs begleiten das positiv und inwiefern er dann nochmal eine Rolle mit einnimmt, das lassen wir jetzt mal offen. So, das hängt auch ein bisschen von der Dynamik jetzt der kommenden Spiele ab oder innerhalb der 90 Minuten ab, ob er seine Möglichkeit dann nochmal bekommt. Aber toll ist erstmal, dass er überhaupt an diesem Punkt jetzt wieder steht, dass er da ist. Der Punkt ist jetzt schon früher da als eigentlich erwartet. So, also der ursprüngliche Gedanke war ja nicht, dass er überhaupt noch mal in der Saison eine Rolle spielt. Jetzt hat sich das alles dahingehend so entwickelt.
das genießen wir zusammen, wir freuen uns und ob er dann nochmal auf dem Platz steht und seinen Teil dazu beiträgt, also gerne, aber dann zum richtigen Zeitpunkt und zu einem Zeitpunkt, den wir gemeinsam bestimmen, ohne ihm irgendeinen Erwartungsrucksack mit aufzuhieven. Gut, dann war es das. Bedanke mich. Danke für eure Fragen, fürs Erscheinen. Dann bis morgen im Stadion alle gemeinsam gegen Freiburg. Tschüss.